Du bist ein deutscher Expert, Business Professional, CEO oder Business Leader und lebst in den USA? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen zu dem Muttersprache-Podcast. Mein Name ist Monique Menesi, ich bin Life Leadership und Career Coach und betreibe in den USA zwei Firmen. Meet Us at US, dein deutschsprachiger Spezialist im Recruiting, Headhunting, aber insbesondere auch im Career- und Leadership-Coaching und Bread Lovers, die deutsche Sauerteig-Mischung, die in den USA online erhältlich ist. Ja, in der heutigen Folge spreche ich mit Ingo Heiland. Ingo ist der Vice President der Lismag Corporation. Lismag ist ein deutscher Maschinenbauer mit Niederlassung in Dubai, China, zwei Plants in Deutschland, Frankreich und Ingo leitet hier die Subsidiary in den USA. Wir sprechen über natürlich seinen Werdegang hier in den USA, wie es dazu kam, aber insbesondere auch, wie schafft er es, seine Firma, ja, durch die Corona-Krise zu bringen. Worauf kommt es an als Führungskraft? Aber ja, bleibt einfach dran und hört rein. Vielen Dank auch an meinen Podcast-Sponsor mygermany.com. Am Ende der Sendung werdet ihr einen Gutschein, einen Rabattcode noch von MyGermany bekommen. Und natürlich erzähle ich auch hier nochmal mehr, wie ihr sozusagen in Deutschland einkaufen könnt, obwohl ihr in den USA seid. Bleibt dran, es geht hier gleich los. Ja, herzlich willkommen im heutigen Muttersprache-Podcast. Ich habe heute zu Gast den Ingo Heiland und Ingo ist Vice President von der Lismag Corporation. Hallo Ingo. Hallo Monique, ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier im Podcast teilzunehmen. Ja, schön, dass es geklappt hat. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen und ich finde das dann natürlich auch schön, dass es dann endlich mal Realität wird. Und ich glaube, wir haben auch viel zu sprechen heute. Aber Ingo, vielleicht stellst du dich erstmal auch selber vor und erzählst auch einfach ein bisschen was zu dir, zu deinem Werdegang und natürlich auch zu der Firma, für die du hier in den USA tätig bist. Okay, ja, also Lismag Corporation ist ein Hersteller von Entgratmaschinen, Schleifmaschinen, Entgraten nach Laserschneiden, Entschlacken, Oberflächenschleifen. Und diese Lismag Corporation ist 1979 gegründet worden, oder Lismag GmbH ist 1979 gegründet worden und seit 2009 in Amerika. 2011 habe ich von dem Geschäftsführer einen Anruf bekommen, ob ich nicht die Niederlassung in Amerika übernehmen möchte. Mhm. Und so bin ich dann nach Amerika gekommen. Ich war damals noch nicht ganz 50 und dachte mir, so eine Herausforderung nach Amerika, die wäre recht reizvoll. Und deshalb bin ich darauf eingestiegen. Das heißt, es war gar nicht so eigentlich dein Plan, auszuwandern, sondern es ist dir sozusagen, ja. Also ich hatte schon seit jungen Jahren eine Affinität für Amerika, weil ich hier einen Großonkel und Großtante hatte und immer schon sehr viel nach Amerika gereist bin und das Land mochte, das Land verstehe, bis zu einem gewissen Grad verstehe und dann habe ich diesen Anruf gekriegt und das mit der Familie besprochen und dann natürlich dann zugesagt, sonst wäre ich nicht hier. Ja, und jetzt auch schon, ja, dann 9 Jahre, ne, werden es dieses Jahr, oder? 9 Jahre. Das ist ja schon eine ganze Weile. Und die Lismag sitzt wo in den USA? Wir sitzen in Upstate New York, das ist in der Nähe von Albany, der Hauptstadt vom Staat New York, circa 3 Stunden nördlich von New York City und circa 3 Stunden westlich von Boston, also genau da, wo sich die Linien kreuzen, im landschaftlichen, sehr schönen Bereich vom Upstate New York. Bis auf den Winter, gell? Sprachen wir gerade offline schon mal so ein bisschen drüber. Ne? Wunderschön. Ja, der Winter ist lang und kalt und schneereich und grau und doch nicht leicht zu ertragen, sage ich einfach.
Das glaube ich. Aber dafür hat man natürlich eine großartige Natur. Und ich kann mir vorstellen, dass es ja auch ein gutes Einzugsgebiet ist, auch dann im Hinblick auf Mitarbeiter oder Lieferanten, oder? Ja, also das Know-how ist hier oben im Upstate New York nicht schlecht. Hier ist noch viel Technik beherbergt. Also es gibt andere gute Firmen, große Firmen, gut bekannte Firmen, auch hier in der Nähe. Und man kann auf Arbeitskräfte recht gut zurückgreifen, ja. Oh, das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Wir kommen heute in diesem Podcast natürlich auch auf die Corona-Situation zu sprechen. Doch bevor wir das machen, Ingo, würde ich gerne noch ein bisschen bei dir bleiben, wenn das für dich in Ordnung ist. Und einfach mal, du hast ja gerade schon erzählt, wie es zu dieser Entscheidung kam, dass du in den USA gelandet bist, was ja sicherlich auch gar nicht so eine ganz einfache Entscheidung ist, an der Stelle zu treffen. Was hat dir dabei geholfen, die Entscheidung zu treffen? Also gab es irgendwas, lass mich das anders formulieren, gab es irgendwas, wo es fast dran gescheitert wäre, oder war das so klar, dass das dein Weg ist und du auch ja dann hier Wurzeln schlagen möchtest? Also der Reiz war sofort da. Es musste natürlich in der Familie geklärt werden. In der Familie heißt in diesem Fall ganz klar mit meiner Frau, die Tierärztin ist, mit einer eigenen Praxis zu der damaligen Zeit. Und so etwas gibt man nicht einfach auf, um mit dem Ehemann nach Amerika zu gehen, weil er gerne ein Abenteuer erleben möchte und weil einem eben die Aufgabe reizt. Also bin ich erstmal alleine nach Amerika gegangen und wir haben es tatsächlich geschafft, über viele Jahre eine Fernbeziehung aufrechtzuerhalten, bis dann vor 2 Jahren meine Frau dann nachgekommen ist nach Amerika. Und das war natürlich die große und die massive Schwierigkeit während des ganzen Aufbaus und Zeitraums hier in Amerika. Das glaube ich. Was hat dir dabei geholfen? Wahrscheinlich bist du relativ oft hin und her geflogen, oder wie habt ihr die Zeit gestaltet, dass es dann doch möglich war, dass auch so für beide tragbar war? Also wir hatten ganz feste Regeln und die Regeln haben daraus bestanden, dass wir zum Beispiel jeden Morgen zu meiner amerikanischen Zeit Skype angemacht haben. Das war ihre Mittagspause und dann haben wir jeden Morgen geskypt für eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann nachmittags nochmals geskypt, so dass wir also sehr viel FaceTime sozusagen, Kommunikation, über alles sprechen konnten, was so am Tag angelegen hat oder anliegen wird. Und diese Regel haben wir also mit allen Konsequenzen eingehalten. Das heißt, wenn ich auf Geschäftsreise war, bin ich also auch um 4 aufgestanden, um zu skypen. Wow. Und einfach um diesen Rhythmus einzuhalten und durchzuziehen. Und das hat sehr gut geklappt. Und ja, natürlich bin ich auch geschäftlich und privat natürlich viel nach Deutschland gereist, beziehungsweise wir haben dann umschichtig Urlaub gemacht. Meine Frau hat dann ihren Urlaub bei mir gemacht. Ich habe dann meinen Urlaub bei ihr gemacht. Ja. Wir dann wenig gemeinsam Urlaub hatten, weil wir natürlich versucht haben, möglichst viele Tage gemeinsam zu verbringen. Das ist aber großartig und ich denke mal, dass das wahrscheinlich auch etwas ist, was dir auch, worüber wir gleich noch sprechen werden, in dieser Corona-Zeit hilft, diese festen Regeln in der Kommunikation und diese festen Rituale einzuführen. Denn das ist ja genau das, worum es geht, richtig? In der Ferne doch nah zu sein. Absolut, absolut. Also diese Kommunikation, wie sie gerade mit den Mitarbeitern stattfindet, die ja im Homeoffice sitzen, das Telefonieren, das jetzt Zoom-Meetings abhalten, das FaceTime benutzen, auch wieder Skype, also alles wird angewendet, um Verbindung zu halten. Jeden Montag gibt es ein Produktionsmeeting über Zoom, jede Woche einmal spreche ich mit den Verkäufern und dem Verkaufsleiter und auch über Zoom. Dann wird es nach Deutschland finden, die Kommunikation über FaceTime und auch Zoom statt. Also es gibt
dank dieser Medien doch eine sehr starke Nähe zu den anderen, ja, Gesprächspartnern, sage ich einfach. Und das hast du ja wirklich in deinen erst 6 Jahren sozusagen auch schon unter Beweis gestellt, richtig? Ja. Dass das so das A und O ist. Jetzt seid ihr zusammen seit gut 2 Jahren, richtig? Ja. Seid ihr jetzt angekommen? Sind wir angekommen? Ja, also gemeinsam sind wir auf jeden Fall angekommen. Ob unser Lebensabend hier in Upstate New York stattfindet, das wissen wir aufgrund des Wetters noch nicht. Aber ansonsten sind wir angekommen, ja. Und wir haben auch beide vor, in den USA zu bleiben. Ja, das war meine Frage. Also es ist schon so, Ja. dass jetzt die Entscheidung da ist, ihr bleibt hier und baut euch hier gemeinsam dann jetzt auch etwas auf. Korrekt, ja. Schön. Würdest du es nochmal so machen oder würdest du, wenn du jetzt an der Stelle nochmal ständest und könntest quasi von vorne starten, wissend, wie diese ersten 6 Jahre auch so waren, würdest du das nochmal so machen oder Ja, würdest du irgendetwas anders machen? also das kommt auch ziemlich schnell und ja, ich würde es genauso machen. In der Umsetzung würde es vielleicht einige Feinheiten geben, aber das wäre ein reiner Feinschliff, den ich nochmal anders machen würde. Aber sonst in der Umsetzung würde ich es jedenfalls nochmal machen. Prima. Beruflich hast du dann den Grundstein hier gelegt in den USA. Ist das richtig oder war schon etwas firmentechnisch da, als du in die USA kamst? Als ich in die USA kam, hatte die Lismar Corporation hatte schon einen, also meinen Vorgänger, eine Bürokraft und einen Verkäufer. Der hatte aber zu dem Zeitpunkt gerade gekündigt und somit war ich für eine Zeit lang, wir waren wir zwei Personen. Ja, und dann habe ich meinen ersten Verkäufer eingestellt. Dann wurde ein zweiter Verkäufer eingestellt. Da habe ich noch Container entladen und Maschinen installiert. Und dann habe ich einen Servicetechniker eingestellt. Und so sind wir über die Jahre gewachsen, bis wir jetzt 21 Leute in der Firma sind. Wow, und ständig wachsen, ne? So vom Grundsatz Ständig her. wachsen, genau. Und Schön. darum haben wir uns ja auch kennengelernt. Und ich habe ja über dich Mitarbeiter gesucht. Ja, genau. Und ganz erfolgreich, denke ich, Sehr ne? erfolgreich, sehr, sehr erfolgreich. Schön, das freut mich zu hören. Ja. Ich glaube auch, dass es eine spannende Herausforderung ist, so ein Unternehmen hier in den USA aufzubauen. Und was ich auch glaube, dass es eine unglaubliche Lernkurve ist. Denn ich meine, wie du ja gerade gesagt hast, auch ich habe hier nicht nur ein, sondern zwei Unternehmen aufgebaut. Was war denn so die größte Herausforderung in diesem Prozess des Mitarbeitereinstellens, Lieferanten aufbauen, Kundennetze aufbauen. Kannst du so eine Sache sagen, wo du denkst, das war echt eine Riesen-Challenge hier? Die größte Challenge war, ich denke mal, dem Mutterunternehmen klarzumachen, dass Amerika ein anderer Markt ist und anders strukturiert und anders denkt. Ja. Und das ist eine Erfahrung, die erst langsam kommt, wenn man hier vor Ort ist. Maschinen, die in Europa ideal sind, wunderbar sind, müssen sich nicht unbedingt in Amerika gut verkaufen lassen. Es ist ein anderer Geschmack, es sind andere Größenordnungen, es gibt andere Bedürfnisse. Man geht mit Maschinen hier in Amerika anders um. Die Bediener sind anders trainiert, anders motiviert. Das ganze Kaufverhalten ist auch anders angelegt. Wenn ich einem amerikanischen Kunden sage, er muss 22 Wochen auf eine Maschine warten, also oder fast ein halbes Jahr oder Ist über ein halbes unvorstellbar Jahr, hier, ne? dann das ist für den amerikanischen Markt undenkbar. Da wird sich über eine Maschine erkundigt, dann wird es beiseite gelegt, dann kommt ein Auftrag, wo man diese Maschine gebrauchen könnte.
Und dann muss diese Maschine innerhalb von ein paar Wochen, muss sie da Ja. in der Firma stehen und laufen. Ist wie beim Autokaufen am Ende, ne? Man könnte auch einem Amerikaner nicht erklären, dass er auf ein Auto vielleicht ein Dreivierteljahr oder Jahr wartet, bis das konfiguriert und vom Band läuft, ne? Der will hier Nein. hingehen und das aussuchen, picken und eigentlich am liebsten am gleichen Tag schon losstarten. Und so ist es Ja, wahrscheinlich auch kann beim. schon so. Genau. Das ist die, und das ist Schwierigkeit, oder das ist die Schwierigkeit, das zu verstehen und anzunehmen. Und Für diese, die Deutschen dann aber, oder? ja, genau. Und auch für den, der jetzt nach Amerika kommt, frisch und Ja. neu ist und das dann überhaupt nicht verstehen kann, warum diese Abschlüsse nicht klappen. Weil die Maschine wäre ideal in der Firma, aber trotzdem klappt der Abschluss nicht. Die würde sofort einen Return of Investment bringen oder nach kurzer Zeit. Aber warum kommt der Abschluss nicht? Und dann stellt man fest, okay, diese Maschine, ja, die ist einfach vielleicht auch zu schwer. Wir haben ja nicht nur Schleifmaschinen, sondern auch Baumaschinen. Und auch da sind die Schwierigkeiten, dass eben halt in Amerika wird mit dem Pickup-Truck zur Baustelle gefahren. Der Pickup-Truck kann nur so und so viel laden. Anders als in Deutschland, wo mit dem Anhänger oder mit dem Sattelzug zur Baustelle gefahren wird oder mit dem Transporter, der viel mehr Ladekapazität hat. Ja. Also passen deshalb diese Maschinen nicht für den amerikanischen Markt, einfach weil sie zu schwer sind. Also dieses wirklich Verstehen des Bedarfes, ne, das Ja. ist, glaube ich, eine ganz, ganz, und das, Ingo, das ist schön, dass du das sagst, weil ich habe das auch wirklich so als Challenge von vielen anderen Kunden immer wieder als Rückmeldung, insbesondere von den General Managern, Vice Presidents, die in den USA das Business führen, dass so diese Herausforderung ist, das zu kommunizieren, was hier anders ist und die Deutschen dazu zu bringen, das zu verändern. Ne? Das ist eine ganz große Herausforderung. Genau. Und deshalb haben wir jetzt auch seit 2 Jahren haben wir hier unsere eigene Produktion gestartet und fangen hier an, selbst Maschinen zu bauen, bekommen Teile geliefert von amerikanischen Zulieferern und bauen hier Zubehör, Accessories, bauen wir hier mittlerweile selbst. War das schwer, das so durchzusetzen? Also, ich kenne das von vielen anderen Firmen, die Ja. natürlich mit einer Produktion außerhalb des Heimatlandes oft zögern in so einem Rahmen. War das eine Schwierigkeit, so dich da wirklich durchzusetzen und zu sagen, wir müssen das hier haben und erst dann können wir hier eigentlich richtig durchstarten in den USA? Jein, jein. Also von der Idee her war es relativ schnell angenommen in dem Mutterkonzern, aber die Umsetzung hat Schwierigkeiten oder machte Schwierigkeiten, weil natürlich, womit muss man sich hier in Amerika herumschlagen? Mit anderen Maßen, Ja, mit klar. Inch und Zöllen und Der Teufel liegt im Detail, ne? genau, jede Zeichnung von jedem Einzelteil muss in die Hand genommen werden und muss nochmal umgezeichnet, umkonstruiert werden, weil es natürlich kein 5 mm oder 6 mm Stahlblech gibt, sondern man muss dann entsprechend auf die, ja klar gibt es es schon für einen enormen Preis, aber man muss dann auf die Standardvarianten zurückgreifen, die dann eben halt vielleicht nicht ganz die Stärke haben. Und die dann verwenden. Und es gibt andere Regeln in jedem Staat und andere Zulassungen und Abnahmen. Und es kommt ja dann auch noch so obendrauf, Ja, ne? Die dann auch nochmal so ganz anders sind. doch, das war nicht ganz einfach. Das glaube ich. Aber ist euch das jetzt so gelungen? Seid ihr jetzt schon da, wo ihr so als erstes Ziel hin wolltet? Das erste Ziel haben wir auf jeden Fall erreicht. Also wir haben hier schon einen ganz guten Ausstoß von Transporttischen für unsere Maschinen und eine Baumaschinenserie, die wir hier auflegen. Aber ich möchte das gerne natürlich noch weiter ausweiten auf noch größere Maschinen und noch mehr auch Baumaschinen.
Aber ich glaube, es wird ja jetzt auch dann immer einfacher, oder? Wenn man das mal einmal verstanden hat, auf was muss man achten, wie baut man die Kette auf, wo kriege ich die Zulieferer und wo sind die Fehlerquellen, oder? Dann ist es ja einfacher, wenn eine Sache oder zwei Sachen schon gut laufen, auch noch die anderen so sukzessive mit reinzunehmen. Ja, auf jeden Fall. Also die Baumaschinen oder die Zulieferer für die Baumaschinen sind schon mittlerweile vorhanden. Und für die Metallmaschinen, die Rahmen und Blechteile, das ist alles etabliert. Und jetzt muss man einfach nur noch im Grunde die Zeichnungen umsetzen und die Sachen, die man kauft und bestellt, definieren. Ja, also dann ist von euch ja jetzt auch dann bestimmt, wenn wir mal mit dieser Corona-Krise durch sind, ganz viel noch zu erwarten. Ja, das ist eine Sache, die uns allen natürlich schwer auf der Seele liegt. Ja. Gerade hier in Upstate New York. Ich meine, wir sind zwar auf der einen Seite doch 3 Stunden weg von New York City, dem Epizentrum, aber auf der anderen Seite ist man doch so nah, dass man doch mitfiebert und da drauf schaut und ganz persönlich kenne ich 2 Leute, die jetzt schon an Corona verstorben sind. Oh, wirklich? Wow. Und das ist dann schon, dann merkt man doch, wie nah das dann plötzlich kommt mit so einer Krise, mit so einem Virus, der schwer einzudämmen ist. Es war so erst, so gefühlt war es erst ganz weit weg, oder? Und dann ist es von Woche zu Woche irgendwie immer näher gerutscht und plötzlich stand es so vor der Haustür oder steht es noch vor der Haustür, oder? Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Ja, wie ist denn jetzt die Situation bei euch speziell? Oder wie hast du die Situation so vom, ja, sag ich jetzt mal, Lockdown bis jetzt erlebt? Und was ist bei euch so passiert in der Abfolge? Hat sich sozusagen von Stunde zu Stunde, von Information zu Information weiter durchgehangelt. Es war bekannt, wir haben normal gearbeitet und dann kam die erste New York State Mandate Anordnung, dass wir reduzieren müssen auf 50%, woraufhin wir dann einen Plan gemacht haben, wie wir denn mit 50% Belegschaft arbeiten werden, dann kamen 75% und dann kam aber sofort im Anschluss daran 100%. Und Also 100% ist ja eigentlich, in der Produktion ist das ja schließen. Ne? Also ich meine, ja, es ist einfach schließen. Es ist einfach schließen. Mhm. Das war natürlich dann ein Gedankengang. Dann kamen die ersten Anfragen, ob wir essential wären. Dann hat man darüber nachgedacht, ob wir essential wären, haben aber dann parallel dazu von Firmen, die wir beliefern und die wir natürlich auch mit Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien beliefern müssen, ja, haben wir im dann Servicebereich, ne? Mhm. Genau, im Servicebereich haben wir dann Freigaben bekommen, haben dann bei dem Staat eine Freigabe bekommen, also wir sind als essential deklariert. Wir dürfen arbeiten, wir müssen sogar arbeiten, um andere essential Betriebe am Laufen zu halten. Aber natürlich mit so wenig Mitarbeitern wie möglich hier im Standort. Das heißt, wir haben auf Schichten reduziert, in der Produktion, im Lager, in der Fertigung, in dem Servicebereich, so dass wir weiterhin die Firmen beliefern können, haben unser Büro auf Homeoffice umstrukturiert für möglichst viele Mitarbeiter und hangeln uns sozusagen jetzt von Tag zu Tag, von Woche zu Woche hier durch, um weiter alles am Leben zu halten.
War das schwierig, so diese ganzen Informationen zu sammeln? Also zu wissen, wie mache ich das? Wo kriege ich jetzt die Informationen, die ich brauche? Was trifft für mich? Was trifft oder auch nicht? Also das finde ich ja so schwierig und ich habe jetzt keine Produktion am Laufen zu halten. Aber ich fand das eigentlich das Schwierigste, herauszufiltern, was ist denn jetzt hier richtig und was nicht und wie mache ich es denn jetzt? Genau das ist es. Genau das ist der Punkt. Die Informationen kommen gar nicht. Man muss sich alles holen. Ja. Man also muss nicht eigentlich keine gute Unterstützung jetzt für nein, Firmen. Nein. Das muss man schon sagen. Also wirklich, wir mussten es holen. Wir haben dann Interviews vom Governor angehört, um dann zu erfahren, ja, tatsächlich, es ist tatsächlich ab nächsten Freitag 100% Lockdown. Wie setzen wir das dann um? Weil wir da auch natürlich kriegt man als Firma kein Anschreiben, dass es so passieren wird. Wir kriegen keine Informationen, was wir dürfen, was wir. Wir müssen uns alle Informationen erkämpfen und holen. Und dann ist es ja auch noch so, dass es ja auch innerhalb der Bundesstaaten anders gelöst ist. Das finde ich mal im Vergleich zu Deutschland hier noch eine viel größere Challenge, denn das, was nationwide gilt, gilt nicht für dich in deinem Staat, richtig? Also das finde ich so confusing eigentlich hier in den USA, dass es keine richtige Gesamtlösung gibt oder kein, ne? Also das finde ich total verwirrend irgendwie. Also ist es auch. Also es gibt ja immer noch Staaten, die nicht richtig im Lockdown sind. Mhm. Und es gibt dann wiederum andere Staaten, die auch Reisen unterbinden. Dann gibt es wieder Staaten, die das Reisen noch erlauben, wenn man denn das Distancing durchziehen kann oder eine Maske trägt. Das ist, man weiß nicht genau, woran man ist. Man muss sich alles erarbeiten, um festzustellen, okay, ich darf diesen Service Call noch durchführen, ich darf da noch hinfliegen, ich darf da die Maschine noch reparieren, ich muss sogar da hinfliegen, weil die Firma auch ein Essential ist. Darf ich dann zurückkommen oder muss ich in Quarantäne? Wahnsinn. Ja, das klar, weil du natürlich übergreifend in den verschiedenen States deine Service Technicians hast, ne? Ja, logisch. Klar, oh Gott. Ja, dann gibt es dann einen Mitarbeiter, der dann plötzlich hustet und dann zum Arzt muss und dann ist natürlich dann da auch eine gewisse Panik, die dann ausbricht und dann gibt es da diesen 2 Wochen Leave und dann wurde der Mitarbeiter tatsächlich nach Hause geschickt und muss dann erstmal 2 Wochen Quarantäne machen. Auch damit muss man die Entscheidung treffen, okay, zahle ich denn dann jetzt weiter? Ich meine, das ist ja nicht üblich. Oder geht der in Unpaid Leave? Oder wie sind da die Voraussetzungen? Wie ist da der Staat jetzt gestrickt? Was darf ich, was muss ich? Das ist ein schmaler Grat zwischen so diesem moralischen, ne? Ja. Fühlst du dich auch selber in der Verantwortung? Und aber auch, was ist natürlich das System hier? Und kann ich mir vorstellen, ganz schwieriger Grat, da auch zu entscheiden, welchen Weg wählen wir, mit dem Hinblick darauf, dass man ja auch nicht weiß, wie lange geht das noch? Und was wird mich das dann alles kosten? Mhm. Man darf ja auch nicht fragen, was hast du? Das ist ja nicht erlaubt. Das heißt, ich hatte den einen Montag einen Anruf von einem Mitarbeiter, der gesagt hat, ich hätte gerne einen Krankentag. Okay. Hörte sich schon nicht nach Corona an, aber man darf nicht fragen. Da haben wir gesagt, okay, dann musst du 2 Wochen zu Hause bleiben. Oh mein Gott, ja, klar. Dabei hatte er nur einen Stomachbug und hatte nur was Falsches gegessen und am nächsten Tag war es gut. Und das hat er dann aber verstanden, zwischen den Zeilen uns das Signal zu geben, dass es nicht Covid-19 war, sondern einfach nur ein Stomachbug. Und dann konnte er wiederkommen.
Ansonsten hätte ich ihn kaum lassen müssen. Und jetzt multipliziere das mal auf alle Unternehmen und auch auf Unternehmen, die eben nicht so in der Kommunikation sind, was das für Kosten produziert. Und oder aber auch, wie vielleicht auch falsch mit einer Gefahr umgegangen wird, andersherum. Ne? Also, dass dann vielleicht nicht genau darauf geachtet wird, der bleibt jetzt zu Hause, sondern es geht ja auch in vielen Businesses wirklich um, ja, ums Überleben. Und ob man dann moralisch diese Entscheidung trifft, bin ich mir jetzt nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ja, es geht ja auch um den Mitarbeiter. Der Mitarbeiter wird 5 Tage wird er bezahlt. Das sind seine 5 Krankentage, die er hat. Ja. Wenn er zu Hause bleibt, kriegt er dann irgendwann kein Geld mehr. Also gehe ich zur Arbeit. Also gehe ich auch zur Arbeit, wenn ich krank bist. Covid-19 habe und mich einfach nicht so, nur ein bisschen schlecht fühle, gehe ich zur Arbeit natürlich, um diese 5 Tage zu sparen. Und das ist, glaube ich, auch das Problem hier in den USA, weshalb ich persönlich ja glaube, dass wir noch ziemlich lange das vor uns haben, mal im Vergleich zu Deutschland. Denn da ist diese Angst sofort in die, ja, ich sage jetzt mal, Armut abzurutschen, ja gar nicht so präsent, wie es hier ist, oder? Stimmt, ganz genau, ganz 100%. So ist das. In Deutschland wird man krankgeschrieben, bekommt dann weiterhin sein Geld und kann dann auch 2 Wochen oder 3 Wochen Quarantäne machen und zu Hause bleiben, um sicher zu sein, dass man es nicht mehr hat. Ohne dass man gleich bangen muss, nichts zu essen mehr im Kühlschrank zu haben. Ich sag's mal so krass, wie es ja auch viel oft ist. Ne? Ja, genau so ist es. Wie ist es denn ihr habt ja von Lismark sehr viele Niederlassungen auf der ganzen Welt, China, Dubai, Frankreich. Wie ist es denn dort? Also was ist der Unterschied zwischen den USA und den anderen Niederlassungen, die Lismark so in der Welt hat? Und wie ist vor allen Dingen auch Deutschland damit umgegangen? Also hat es da Empfehlungen gegeben oder wird darüber kommuniziert? Das würde mich wirklich noch sehr interessieren. Also ganz klar, was unterscheidet uns, ist das geringe soziale Auffangen eben halt hier in den USA. Das ist eben halt der Punkt. Also überall auf der Welt wird der Krankenstand besser behandelt als hier in den USA. Und das ist eben halt der große Unterschied. In China wurden die Gehälter weiter bezahlt. Das ist gab eine ganz klare Anweisung vom Staat, dass da auch die Gehälter weiter bezahlt wurden, auch wenn die Firma 5 Wochen oder 5 Wochen komplett geschlossen war und nicht produziert hat. Ja, und kann man sehen, ne? Die Leute haben weiterhin Geld bekommen. In Deutschland natürlich, wie man weiß, ist eine gute soziale Absicherung da. Natürlich leiden die Firmen darunter und werden da auch entsprechend ihren Schäflein tragen müssen oder ihre Abstriche machen müssen in den Umsatzzahlen und in den Ertragszahlen. Aber auch da ist die soziale Absicherung einfach vorhanden. Es ist weniger, aber es ist noch immer was da auf dem Paycheck. Ne? Ja, genau. Gut, also mit der Muttergesellschaft liegt das immer kontinuierlich weiter. Wir haben sehr viel hin und her gesprochen. Wir haben also auch Sonderregelungen auch hier für die Mitarbeiter, wie gesagt, schon getroffen, wo wir dann einfach sagen, okay, wir entlassen nicht, wir ziehen es weiter durch und versuchen einfach Aufträge einzubekommen, um die Mitarbeiter halten zu können. Denn dieses in Amerika ja wunderbar angekündigte Paycheck Protection Program sieht leider nicht vor, dass Firmen was davon bekommen, die einer anderen Firma gehören. Da muss eine Einzelperson oder eine Person stehen. Und deshalb sind wir da leider leer ausgegangen. Ja, es ist nicht richtig. Ich habe ja kürzlich mit dem Reinhard von Hennings darüber gesprochen und es ist einfach, das war so mit der heißen Nadel gestrickt, dieses ganze Paket, und dann wurde das nochmal geändert und so viele Dinge, die eigentlich da auch gar nicht bedacht wurden in diesem Programm. Und da fallen natürlich etliche auch durchs Raster durch. Ja, so, wir waren so jemand. Oder so eine.
Aber das wir. finde ich aber dann alle Achtung, dass ihr das schafft, die Mitarbeiter zu halten und einfach denen auch so diese Sicherheit gibt. Wir müssen vielleicht alle ein bisschen zurückstecken und wir orientieren uns an dem, wie es auch in Deutschland läuft oder wie wir auch mit Deutschland umgehen. Ja, also wir haben natürlich zurückgesteckt. Also wir haben freiwillig alle auf eine Portion Gehalt verzichtet und wir haben für die Leute, die per Stunde bezahlt werden, die Stunden reduziert, um eben halt die Ausgaben zu senken. Und Gott sei Dank sind die Verkäufer, die aus dem Homeoffice arbeiten, weiterhin noch motiviert und schaffen es trotz der Krise auch immer noch Aufträge zu bringen. Was mir aufgefallen ist, und das fand ich unheimlich schön, dadurch, dass jetzt für den Hörer ich natürlich auch einige der deiner Verkäufer kenne, Ingo, ist mir aufgefallen, dass sie unglaublich eine tolle Arbeit machen auf LinkedIn. Also das habe ich so gesehen von außen. Und insbesondere, was mir aufgefallen ist, dass sie andere Firmen, Partnerfirmen supporten. Indem sie sie benennen, indem sie Appreciation geben, indem sie Dinge liken oder weiter teilen. Und das ist mir ganz besonders aufgefallen und das fand ich eine unheimlich schöne Haltung, ne? Zu sagen, ich nutze jetzt die Zeit, um auch andere zu supporten, weil wenn es denen gut geht, geht es mir dann auch irgendwann wieder gut. Und das zeigt ja auch, was eine gute Unternehmensphilosophie ausmacht und auch eine gute Führung ausmacht. Ja, danke, das versuche ich immer wieder zu predigen. Dankbar sein, was wir machen und was wir machen und was wir einfach positiv rangehen und über den Tellerrand hinaus gucken. Das heißt, so die kurzfristige Krise war ja im Grunde erstmal dieses Umstellen auf Homeoffice, alle Informationen finden, gucken, wie gehe ich um, jeden Tag aufs Neue. So gefühlt, mein Gefühl, vielleicht ist deins da nochmal anders, ist, das ist jetzt schon zur Routine geworden irgendwie, ne? Also jetzt hat man schon so Rituale etabliert und jeder weiß auch schon so im Homeoffice, was er jetzt so zu tun hat. Was ist jetzt so der nächste Schritt? Ist das jetzt Warten auf, geht wieder zur Normalität oder was kommt jetzt so oder was ist jetzt so der Status? Es wird sicherlich wieder zur Normalität gehen. Und gut, wir wissen alle, wie wir arbeiten müssen im Homeoffice. Wir kommunizieren anders und versuchen auch mit Kunden anders zu kommunizieren. Aber wer einmal, so wie unsere Verkäufer, so wie die Servicetechniker, so wie ich auch viel auf der Straße war und on the road war, dem juckt es nach einer gewissen Zeit sehr stark unter den Fingernägeln. Und der muss einfach wieder raus und der will einfach wieder raus. Und das ist die Quintessenz, die ich auch immer wieder höre, wenn ich durch den Betrieb gehe und mit meinen Servicetechnikern spreche, die jetzt seit 5 Wochen, 6 Wochen hier im Shop sind, die einfach sagen, oh, ich möchte so gerne wieder reisen, ich möchte so gerne raus, ich möchte gerne wieder eine Maschine installieren, ich möchte meine Hände schmutzig machen beim Maschine reparieren. Ich möchte einfach wieder raus. Und das ist auch das, was ich bei den Verkäufern höre, die natürlich auch sehr motiviert sind, wieder Kunden zu sehen und einfach jetzt gerade nach der Krise oder aufgrund der Krise diese zu durchbrechen und wieder zur Normalität zu beweisen, es geht voran, es geht wieder voran, man kann sowas überwinden. Ja, glaube ich auch, geht uns allen so. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, so Ostern war noch okay und ich habe ehrlich gesagt das erste Mal gedacht, es ist Ostern hier in den USA und danach und jetzt merkt man so, oh, jetzt reicht's, ne? Jetzt kann es irgendwie wieder weitergehen. Siehst du es, dass es weitergehen wird? So ja, wie ist dein Gefühl, ja? Ja, es wird ganz klar weitergehen. Es ist
gut, dass ich bin der Meinung, dass wir noch sehr lange mit Masken, Gesichtsmasken rumlaufen werden. Und ich bin auch sehr, wir werden noch sehr lange Fälle von Covid-19 oder Corona kriegen. Das ist noch lange, lange nicht gegessen. Und aber es wird sich eine neue Normalie erstmal für dieses Jahr oder für den Rest des Jahres ergeben. Und ich bin sicher, dass wir doch wieder aufmachen werden und dann ja diese Schwelle durchbrechen und wieder Einsatz zeigen können, richtig. Ja, glaube ich auch. Was ich aber auch glaube, ist, dass Firmen besonders gestärkt sind, die eben durch eine gute Führung die Motivation aufrechterhalten haben. Also ich glaube, so dieses nachhaltige Denken, vielleicht auch, ich kann jetzt gar nicht sagen, ob es ein deutsches Denken ist, weil ich finde, eine Führungskraft sollte immer so denken, ne, die Mitarbeiter möglichst zu halten, möglichst motiviert zu halten. Ich glaube, dass diese Unternehmen durch diese Krise noch gestärkter herauskommen, weil sie wissen, wer sie sind und was sie auch ausmacht, oder? Wie siehst du das? Sehe ich genauso. Und ich lasse es mir auch nicht nehmen, jede Woche an alle Mitarbeiter eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, wir halten durch, wir stehen zusammen, wir werden das ganze Ding meistern, wir werden da gestärkt herauskommen. Das ist im Grunde jede Woche in etwas anderen Worten die gleiche Quintessenz, dass wir einfach durchhalten, gemeinsam durchhalten und das Pferd schon schaukeln werden. Jetzt stelle ich immer zum Abschluss jeden Podcast die gleiche Frage. Die möchte ich heute aber mal anders stellen. Und zwar möchte ich dir heute so als letzte Abschlussfrage die Frage stellen, was hat das für dich für eine Auswirkung gehabt? Also was hat diese Corona-Krise mit dir persönlich gemacht als Herausforderung? Also woran konntest du persönlich wachsen und woran bist du als Führungskraft gewachsen durch diese Krise? Persönlich habe ich daraus gelernt oder bin dankbar geworden über jeden Tag, den es mir gut geht, der gesund ist und gut läuft. Gerade weil, wie gesagt, also New York City als Epizentrum und die vielen Fälle auch so nah sind, so weit, aber doch so nah sind, dass man einfach sagt, okay, wir haben es noch nicht und wir werden es hoffentlich nicht kriegen, aber heute haben wir es noch nicht und dieser heutige Tag ist ein guter Tag. Also im Hier und Jetzt wirklich zu genießen und auch zu wertschätzen, was du hast und dass du gesund bist. Schön. Und für die Firma, muss ich sagen, als Führungskraft, auch wenn man selbst angeschlagen ist, moralisch oder in der Stimmung oder frustriert ist, einfach trotzdem den Mitarbeitern es nicht abzuladen und den Mitarbeitern ein positives Gefühl geben, dass man zusammen weiterkommt. Also, dass wir zu stärken und Zuversicht zu geben und Halt auch zu geben. Ich glaube, so dieses Halt in der Angst zu geben, ist, glaube ich, ganz wichtig jetzt gerade momentan und es wird auch noch anhalten, glaube ich. Meine Frau hat für alle Mitarbeiter Gesichtsmasken genäht und auch für die Familien. Wie schön. Und für die Kinder, die sie haben, auch in anderer Größe. Und hat die letzten Reste Stoff gekauft und hat Stunden an der Nähmaschine gesessen und für alle Mitarbeiter die Masken genäht. Und um eben halt auch da zu sagen, okay, wir geben einander was. Finde ich schön. Ganz schönes Schlusswort, Ingo. Ich bin auch so ein Fan davon, etwas reinzugeben, weil ich immer glaube, das kriegt man zurück irgendwie und auch
Aber selbst das ist ja auch gar nicht die Haltung, sondern dieses Menschen spüren lassen, ich bin da, finde ich, ist eine ganz, ganz großartige Haltung. Und nicht nur in Krisenzeiten, also, sondern grundsätzlich. Schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Ingo. Es hat unglaublich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und auch nochmal ja, so ein bisschen auch dich als Führungskraft hier kennenzulernen. Und ja, für die Hörer, die ein bisschen mehr über dich erfahren möchten, in den Shownotes zu dieser Folge packen wir ja ein bisschen Daten über Lismark und ja, vielleicht auch noch auf LinkedIn, wo man Kontakt zu dir aufnehmen kann. Hast du noch was, was du so abschließend unseren Zuhörern hier sagen möchtest? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden, Monique. Und ich denke, es ist einfach eine tolle Sache mit so einem Podcast, gerade im deutschsprachigen Raum in den USA oder an deutsche Muttersprache in den USA Verbindungen zu knüpfen. Das ist sehr wichtig und eine ganz tolle Idee. Vielen Dank, Monique, für dabei sein. Dankeschön, Ingo. Vielen, vielen Dank. Alles Gute dir. Danke. Tschüss. Auch, tschüss. Ja. Was für ein großartiges Interview. Vielen, vielen Dank, Ingo. Es war mir wirklich ein großes Vergnügen. Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen. Ja, in diesem Jahr werden sicherlich viele Heimreisen nach Deutschland nicht stattfinden. Träumst du dennoch davon, dass du in Deutschland einkaufen könntest, so komfortabel und einfach, als ob du dort wohnen würdest oder dort zu Besuch bist in diesem Jahr? Die My Germany GmbH bietet seinen Kunden die Möglichkeit an, aus den USA heraus auf deutschen Shops einzukaufen sowie von deutschen Herstellern Produkte zu beziehen und diese im Anschluss schnell und zuverlässig sich liefern zu lassen, inklusive aller notwendiger Dokumente und Anmeldungen. Cool, oder? Dank der günstigen Rahmenverträge mit allen gängigen Versanddienstleistern und der Möglichkeit von Paketkonsolidierung kannst du dir wirklich deine Lieblingssachen zu ganz, ganz günstigen Preisen schicken lassen. Schau doch mal bei der mygermany.com vorbei und ich habe sogar einen Rabattcode heute für dich. Das ist die US2020. Mit der bekommst du 10% auf deine erste Bestellung. Und ich freue mich ganz besonders, dass MyGermany Sponsor dieser Episode meines Muttersprache-Podcastes ist, weil ich das einfach so cool finde, was die machen und das mir wirklich bei jeder Lieferung ja, mein Deutschland ein bisschen näher bringt. Ja, möchtest du immer informiert bleiben, wenn eine neue Folge dieses Podcastes erscheint? Geh auf Subscribe, dann wird es dir sofort zurückgemeldet, wann ich eine neue Folge live gestellt habe. Sehr gerne kannst du auch in meiner LinkedIn-Gruppe Muttersprache mal vorbeischauen oder auf Instagram Muttersprache Podcast. Ja, schön, dass du hier warst. Bis ganz bald, deine Monique.